Stundenlang die besten und spannendsten meiner Hörspiele auf Spotify, Apple Music oder Amazon Music. In bester Qualität. Ganz wichtig, folge der Playlist. Erster Link in der Beschreibung. Wieder einmal wache ich morgens auf. Ein neuer Tag. So eine Scheiße. Es ist jedes Mal aufs Neue wieder eine böse Überraschung. Man hat geschlafen und alle Probleme waren weg. Keine Gedanken. Das Einzige, was da war, waren Ruhe und Frieden. Ich liebe den Schlaf. Ich träume auch sehr intensiv und ereignisreich. Es ist meistens wie eine andere Welt, in die ich eintauche. So real sind die Träume für mich. Und sie sind schön. Sie sind ereignisreich. Sie sind spannend. In ihnen bin ich lebendig. In ihnen vergesse ich die Realität und kann in einer Welt leben, in der ich schon immer sein wollte. Meine Träume sind der einzige Ort, an dem ich mich wirklich glücklich fühlen kann. Das hört sich wirklich traurig an. Was ist so? Mein wirkliches Leben ist hart. Es ist ein täglicher Überlebenskampf und es laugt mich völlig aus. Und jedes Mal frage ich mich, wofür? So schöner die Träume also sind, umso schlimmer ist es dann, wenn ich morgens wieder aufwache. Diese ersten Sekunden, nachdem man seine Augen geöffnet hat und halb wach noch halb im Schlaf ist, und dann aber allmählich realisiert, dass all das Schöne, was man gerade geträumt hat, in Wirklichkeit nicht real ist. Dafür fallen einem dann schlagartig alle Sorgen und Probleme wieder ein. Und mit ihnen kommt die Energielosigkeit, die absolute Kraftlosigkeit, aus dem Bett zu steigen und sich dem Leben zu stellen. Doch irgendwie schaffe ich es auch heute. So wie jeden Tag. Ich steige also aus dem Bett, gehe duschen, putze mir die Zähne und ziehe mich an. Soll ich mir noch die Haare machen? Ach, so ein Blödsinn, wofür denn bitte? Ich gehe runter, mache mir was zu essen. Cornflakes, wie immer. Ich mag sie zwar gerne, aber mittlerweile hasse ich es, sie zu essen. Sie schmecken nach Müdigkeit und erinnern mich daran, dass ich gleich in die Schule muss. Jetzt kommt meine kleine Schwester runter. Sie ist 11. Oh Mann, bitte sag nichts, sondern halt einfach deinen Mund. Ich will einfach nur meine Ruhe. Aber natürlich sagt sie was. Und sie sagt nicht nur was, sie ruft. Sie ruft laut. Mama! 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 Luisa, halt die Klappe, schrei ich sie an. Wenn Mama schon nach dem dritten Mal nicht antwortet, dann hört sie dich nicht. Und wenn sie dich nicht hört, dann kann sie auch nicht antworten. Und wenn sie nach dem dritten Mal nicht antwortet, dann geh doch bitte hoch und schaue, wo sie ist. Und schrei nicht ein viertes, ein fünftes, ein sechstes und ein zehntes Mal. Hier gibt es Menschen, die möchten in Ruhe frühstücken. Und das habe ich dir jetzt bestimmt schon 10-mal gesagt. Mach es doch einfach mal. Puh, das hat jetzt aber gut getan. Schon fühle ich mich besser. Beleidigt guckt mich Luisa an. Dann dreht sie sich um und stampft wütend die Treppe hoch. Super, jetzt habe ich endlich hier meine Ruhe. Nicht mehr so schlecht gelaunt wie vorher, sondern erheblich stolz auf meine eindringende und erstaunlich flüssige Standpauke, esse ich zu Ende. Danach lese ich ein bisschen die Zeitung, vertiefe mich im Sportteil und ach scheiße, jetzt haben wir schon wieder so spät. Jetzt muss ich doch wieder zum Bus rennen. Jedes Mal das Gleiche. Ich hasse es, zum Bus zu rennen. Wofür stehe ich eigentlich extra so früh auf? Damit ich genug Zeit habe. Schnell ziehe ich also meine Schuhe und meine Jacke an und renne aus dem Haus. Na toll, meine Nachbarn sind draußen. Oh nein, gar keinen Bock jetzt zu grüßen. Die gucken immer so blöd, als ob die mich gerade wieder wegen irgendetwas verurteilen. Mit gesenktem Kopf also, um von ihnen wegzuschauen, sprinte ich los. Mann, ich hasse dieses Laufen. Es ist so ekelhaft. Ich schwitze meine ganzen Sachen voll und darf mich wieder völlig verschwitzt in den Bus setzen. Natürlich schaffe ich es noch. Ich hasse Laufen zwar, aber bin ziemlich schnell. Durch mein tolles Zeitmanagement morgens habe ich ja auch richtig viel Training. Ich gehe nach hinten und setze mich an den Rand. Hoffentlich stört mich hier niemand. Der Bus ist aber noch ziemlich leer. Das ändert sich natürlich bei den nächsten Haltestellen. Meine Hoffnungen werden zerstört. Zu mir setzen sich diese 3 Fünfklässler, die auch wie ich jeden Tag diesen Bus nehmen. Sie schreien und hampeln herum wie im Affenzirkus. Meine Güte, werden die eigentlich immer schlimmer? Als ich so alt war wie die, war ich auf keinen Fall so. Vollkommen angenervt verlasse ich den Bus und realisiere, dass ich noch alles vor mir habe. 6 Stunden Schule. Wie soll ich das nur überleben? Wieder mit gesenktem Kopf gehe ich ins Schulgebäude und hoch zu meinem Klassenraum. Hoffentlich begegnet mir keiner meiner Lehrer auf den Gängen. Ich habe keine Lust, ihnen Hallo zu sagen. Doch natürlich wird mir auch dieser Gefallen nicht getan. Mein Mathelehrer kommt mir entgegen. Morgen, grüße ich und zwinge mich mit aller Kraft zu einem Lächeln. Geschafft. Zum Glück. Ich erreiche meinen Klassenraum und gehe hinein. Die Tür ist schon aufgeschlossen. Die meisten meiner Klassenkameraden sitzen schon drin.
Still und unauffällig setze ich mich auf meinen Platz. Ich habe keine Freunde in meiner Klasse. Ich bin ein Außenseiter. Darum begrüße ich niemanden. Und darum schert sich auch keiner, dass ich gerade gekommen bin. Zumindest erstmal nicht. Das finde ich prima. So ist es mir am liebsten. Wenn jetzt nur auch noch die Lehrer so tun könnten, als ob ich nicht da wäre. Das wäre fantastisch. Aber naja, egal. Jetzt erstmal noch die Ruhe genießen. Und dann passiert das auch schon. Nico, der beliebteste Junge in meiner Klasse, fängt an, mich mit Papierkügelchen abzuwerfen. Er zielt genau auf mich. Wirft dann, trifft. Und wenn ich mich dann umdrehe, redet er mit seinen Freunden, als ob nichts gewesen wäre. Es dauert nicht lange und seine Freunde tun es ihm gleich. Sie werfen mich ab und lachen. Auch die Mädchen kichern. Dann fangen sie an, über meine Haare und meine Klamotten zu lästern. Es ist wirklich widerlich. Sie flüstern zwar, aber es ist dieses extra laute Flüstern, bei dem man so tut, als würde man nicht wollen, dass der andere es hört, aber in Wahrheit will man genau das. Können die mich nicht einfach mal in Ruhe lassen? Ich hab denen doch nichts getan. Aber ich kann auch nichts gegen sie ausrichten. Was soll ich schon groß machen gegen sie? Gewehrt habe ich mich noch nie. Denn das traue ich mich nicht. Ich wüsste gar nicht, wie ich das machen sollte. Und so lasse ich die Schikane ein weiteres Mal über mich ergehen. Den ganzen Schultag. Ich werde weiter mit Papierkügelchen abgeschmissen. Über mich wird gelästert. Ich werde beleidigt. Meine Stifte werden geklaut und in den Müll geworfen. Ich werde angerempelt, wenn wir gehen, um die Räume zu wechseln. Es werden unschöne Bilder von mir gemalt und in der Klasse rumgereicht. Wenn die Lehrer was mitbekommen, machen sie nichts. Also sie sagen dann immer, dass sie aufhören sollen. Aber wow, das bringt ja unheimlich viel. Ist ja nicht so, dass sie dann einfach wieder anfangen, wenn er oder sie beim nächsten Mal wegguckt. Ich bin mir sicher, dass jeder Lehrer mittlerweile geschnallt hat, dass ich gemobbt werde. Aber keiner tut etwas. Wie gesagt, das sind diese einmaligen, halbherzigen Ermahnungen. Und das war's dann. Keiner hilft mir. Und um ehrlich zu sein, habe ich die Hoffnung auch aufgegeben. Aufgegeben, dass mir jemals jemand helfen wird. Die Lehrer machen nichts. Absolut gar nichts. Und was daran aber das Lustigste ist, ist, dass die Lehrer, obwohl sie jeden Tag mitbekommen, wie ich gemobbt werde, mich ständig fragen, warum ich denn immer so müde, verschlossen und energielos wäre. Warum ich immer mit gesenktem Kopf da sitzen würde. Warum ich mich die ganze Zeit verstecken würde. Und dann fangen sie auch noch an, mir Ratschläge zu geben. Dass ich an meinem Selbstbewusstsein arbeiten müsste. Na, ihr habt vielleicht gut reden. Ich will euch mal sehen, wenn ihr 5 Tage die Woche, mindestens 5 Stunden lang von einer ganzen Klasse gemobbt werdet. Wieder einmal kämpfe ich mich also durch den Schultag. Wenn die Glocke in der 6. Stunde zum Schulende klingelt, ist das eines der wenigen Glücksgefühle, die ich am Tag erleben darf. Dafür ist es aber ein ziemlich starkes. Es ist immer wieder eine Erlösung für mich. Während die anderen dann also gemütlich einpacken und noch miteinander redend ihre Verabredung für den Nachmittag planen, stürme ich einfach nur so schnell ich kann nach draußen. Ja, in die Freiheit. Tief in meinen Gedanken versunken gehe ich über die Straße. Obwohl ich natürlich froh bin, dass ich nun raus bin aus der Hölle, merke ich nun, wie mein Körper die ganzen Dinge verarbeitet, die heute passiert sind. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalten kann. Irgendwann ist doch auch mal Ende. Ich will das nicht mehr. Jeden Tag. Immer das Gleiche. Keiner hilft mir. Was soll ich machen? Ich kann nichts machen. Ich kann mich nicht wehren. Ich höre ein Geräusch. Völlig erschrocken drehe ich mich nach links. Ein Auto kommt direkt aus der Kurve auf mich zu. Ich habe nicht auf die Straße gegangen. Ich kann nichts machen. Es ist zu spät. Das Auto erfasst mich. Kurz bin ich weg. Dann bin ich wieder da. Und auf einmal liege ich blutend auf der Straße. Ich höre entsetzte Schreie und Menschen, die über mir stehen und mich ansehen. Dann nehme ich alles in kleinen Fetzen wahr. Ich höre den Krankenwagen. Ich spüre, wie ich auf einer Matte dort hineintransportiert werde. Ich spüre, wie ich an irgendwelche Geräte angeschossen werde. Dann höre ich das Piepsen. Dieses Piepsen von dem Gerät, das ertönt, wenn das Herz aufhört zu schlagen. Und dann verliere ich mein Bewusstsein. Hallo? Ah, du bist also wach. Was? Ich wache wieder auf und komme zu mir. Aber ich kann meine Augen nicht richtig aufmachen, denn da ist so ein großes, grelles Licht überall, das mich einfach blendet. Ich muss stark blinzeln. Trotzdem kann ich erkennen, dass alles um mich herum weiß ist. Hier gibt es nur weißen Raum und strahlendes Licht. Im selben Moment merke ich, dass ich in der Luft schwebe. Was ist hier los? Bin ich wieder in einem meiner Träume? Nein, diesmal ist es anders. Aber wo bin ich? Dann erinnere ich mich. Ein Auto hat mich überfahren. Und jetzt bekomme ich Panik.
Ich bin doch nicht etwa... Bin ich gestorben? Frage ich zitternd die Stimme, die gerade von oben aus den Lichtern kam und zu mir gesprochen hat. Ja, das bist du, antwortet sie. Was? Nein! Ich erstarre. Nein, das kann nicht wahr sein. Ich darf nicht tot sein. Ich darf nicht tot sein. Ich will doch noch so viel erleben. Ich will noch die ganze Welt bereisen. Ich hätte meinen ersten Kuss noch nicht. Ich will meine Familie sehen und ich will nicht, dass meine Mutter über mich weint. Und mit diesen Gedanken fange ich an zu weinen. Es rührt mich sehr, David, dass du auch jetzt trotzdem noch an deine Mutter denkst. Was? Völlig verwirrt sehe ich mich um. Von wem stammt diese Stimme? Ja, ich kann Gedanken lesen. Kein Gedanke entgeht mir. Es ist genauso, wie es unten vor mir predigt. Dann bist du also sowas wie... ein Gott, nehme ich an? Ganz richtig. Noch einmal sehe ich umher, aber ich kann niemanden sehen. Ist dieser Gott etwa unsichtbar? Ja, das bin ich. Hey, könntest du bitte raus aus meinen Gedanken gehen? Aber selbstverständlich. Ich versuche, mich erstmal zusammenzureißen, aber es geht nicht. Ist ja auch klar. Schließlich bin ich tot und stehe gerade vor Gott. Zumindest glaube ich das. Wo bin ich hier? Frage ich. Bin ich im Himmel? Wohin komme ich denn jetzt? Es herrscht ein kurzes Schweigen. Doch dann antwortet mir die Stimme. Nein, du bist nicht im Himmel, mein Lieber. Aber wo bin ich dann? Nun, du bist in einer Art Zwischenraum. Ich halte den Atem an, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich überhaupt noch so etwas wie einen Atem habe. Was soll das heißen? Das heißt, dass du zwar tot bist, aber nur übergangsweise bei den Toten verweilen wirst. Du wirst bald wieder zur Erde zurückkehren. Werde ich wiedergeboren? Ja, aber nicht so, wie du denkst. Du meinst ein neues Leben, aber du wirst in dein altes zurückkehren. Du wirst noch einmal an dem Tag aufwachen, an dem du den Unfall hattest. Völlig schockiert realisiere ich, was Gott mir da gerade gesagt hatte. Meinte er das wirklich ernst? Aber wie kann das sein? Wie ist das möglich? Ich bin doch anscheinend tot. David, ich bin Gott. Okay, ja, schon klar, aber wieso darf ich zurückkehren? Weil deine Aufgabe auf der Erde noch nicht erfüllt ist und du noch einige Herausforderungen zu meistern hast, die dich wachsen lassen sollen. Mich wachsen lassen? Und was für Herausforderungen sollen das bitte sein? Das werde ich dir noch nicht verraten. Die meisten werden noch auf dich zukommen. Aber schauen wir doch mal für dein momentanes Leben. Bist du glücklich damit? Nein, bin ich überhaupt nicht. Diese Antwort sprudelte aus meinem Mund, noch bevor ich überhaupt überlegen konnte. Ach verdammt, sowas kann ich doch nicht vor Gott sagen. Ich möchte, dass du noch einmal genau darüber nachdenkst, David, bevor ich dich in dein menschliches Leben zurückschicke. Was könnte jetzt deine Herausforderung sein? Ich überlege, aber mir fällt nichts ein, was er meinen könnte. Du machst gerade eine sehr harte Zeit durch, das weiß ich. Aber in jeder harten Zeit ist auch ein Geschenk versteckt. Vergiss das nicht. Und wenn du gleich wieder aufwachst, denk daran. Denk daran, wie glücklich und dankbar du sein kannst. Einfach nur, weil du am Leben bist. Und weil du eine Familie hast, die dich liebt. Ich schaue nun in das Licht hinein. Es blendet mich nicht mehr. Es ist, als würde ich nun Gott direkt in die Augen sehen. Ja, ich verstehe, sag ich schließlich. Gut, antwortet Gott. Und vergiss es nicht. Vergiss es niemals. Erinnere dich immer daran. Das werde ich. Danke, Gott. Und kaum habe ich diese Worte ausgesprochen, werde ich in eine Art weißes Loch hineingesogen. Ich spüre, wie ich schwebe. Ich fühle mich leicht und glücklich. Und dann verliere ich wieder das Bewusstsein. Ich wache auf. Ich liege in meinem Bett. Sofort schrecke ich hoch. Was war das gerade? Ist das gerade wirklich passiert? Oder war das wieder nur ein Traum? Nein, dafür hat es sich zu real angefühlt. Aber ich kann doch nicht gestorben und wieder zurückgekehrt sein. Das ist doch unmöglich. Doch noch ehe ich mir weiter darüber den Kopf zerbrechen kann, spüre ich etwas in mir hochsteigen und meinen Körper erfüllen. Glück und Freude. Eine unfassbare Lebensenergie durchströmt meinen Körper. Ich bin am Leben. Ich bin wirklich am Leben. Ich bin nicht tot. Ich kann das wirklich kaum fassen. Ich springe aus dem Bett und hüpfe hin und her. Ich muss einfach. So eine Euphorie, so eine pure Freude habe ich noch nie gespürt. Und die hat einzig und allein den Grund, dass ich einfach nur glücklich und dankbar bin, am Leben zu sein. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, wie energielos ich jeden Morgen aufgewacht bin, dann kann ich das nicht mehr nachvollziehen. Ich meine, es ist so, als würde ich da über einen anderen Jungen und nicht über mich nachdenken. Voller Freude mache ich mich fertig. Ich genieße jede einzelne Sekunde. Beim
Duschen, beim Zähneputzen. Ich habe keine Ahnung, ob ich nun wirklich gestorben bin oder ob das Ganze nur ein Traum war. Aber es ist mir ehrlich gesagt gerade völlig egal. Unten beim Frühstück esse ich meine Cornflakes. Mann, sind die lecker. Dann kommt meine Schwester runter. Ich springe auf und umarme sie. Ich sehe ihr in die Augen. Ich hab dich lieb, sag ich ihr. Sie starrt mich an. Ich sehe, dass sie etwas sagen will, aber nicht weiß was. So verwirrt es sie. Danach lese ich die Zeitung. Mit Begeisterung und völliger Aufmerksamkeit lese ich die Artikel. Dann schaue ich auf die Uhr. Ich muss lachen. Über mich selbst. Was bin ich nur für ein Trödler? Jetzt ist es schon wieder zu spät. Jetzt muss ich mich wirklich beeilen. Und das tue ich auch. Ich eile nach draußen. Während ich gerade noch dabei bin, meinen Schuh anzuziehen, sehe ich meine Nachbarn. Ich grüße sie herzlich. Habt einen schönen Tag, rufe ich ihnen zu. Völlig verwundert starren auch sie mich an. Dann renne ich los. Ich renne und renne. Immer schneller. Und ich liebe es. Ich liebe es zu rennen. Mein Gott, ist das ein Geschenk, dass ich hier sein kann. Dass ich zwei Beine habe. Dass ich laufen kann. Völlig außer Atem und übers ganze Gesicht grinsend erreiche ich den Bus. Ich steige ein. Wieder setze ich mich nach hinten. Nach ein paar Haltestellen steigen wieder die Fünfklässler ein. Sie machen Faxen. Und ich? Ich mache mit. Sie finden es lustig. Zusammen albern wir herum wie blöd. Manch einer könnte komisch von uns denken. Aber das ist mir völlig egal. Ich habe einfach nur Spaß. Wir haben einfach nur Spaß. Als der Bus die Schule erreicht und ich aussteige, ist das beklemmende Gefühl weg. Ich freue mich auf die Schule. Denn es gibt nichts mehr, was mir etwas anhaben kann. Ich bin einfach nur glücklich, am Leben zu sein. Das kann mir niemand, absolut niemand nehmen. Ich habe keine Angst mehr. Ich bin unzerstörbar. Ich trage eine Stärke in mir, die größer ist als alles andere. Selbstbewusst und aufrechtgehend gehe ich ins Schulgebäude. Ich bin vollkommen entspannt. Freudig und mit einem über beide Ohren grinsenden Lächeln begrüße ich meinen Mathelehrer. Dann erreiche ich meinen Klassenraum. Voller Vorfreude betrete ich ihn. Ich bin gespannt. Ich bin so gespannt, wie die Dinge sich entwickeln werden. Hallo alle miteinander, rufe ich laut und setze mich auf meinen Platz. Meine ganze Klasse starrt mich an. Dann kichern und flüstern einige von ihnen. Aber es wirkt aufgesetzt. Es wirkt erzwungen. Sie spüren mein Selbstbewusstsein. Sie spüren meine Energie. Sie wissen, dass heute etwas anders ist. Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, spüre ich schnell die ersten Papierkügelchen. Während ich von ihnen abgeworfen werde, muss ich lachen. Es ist mir egal. Es ist mir sowas von egal. Ich finde es sogar irgendwie witzig. Ich muss kichern. Nico und den anderen gefällt das natürlich gar nicht. Aus den Augenwinkeln sehe ich, wie Nico aufsteht und auf mich zukommt. Nein, bitte tu es nicht. Tu dir selbst einen Gefallen und bleib sitzen. Aber das tut er nicht. Er kommt direkt zu meinem Platz. Ich sehe nach oben. Mit einem bedrohlichen Blick schaut er auf mich herunter. Fühlst dich wohl ganz toll, was? Sagt er bedrohlich. Dann muss ich laut loslachen. Ich krieg mich gar nicht mehr wieder ein. In der Klasse ist jetzt alles komplett still. Und ich merke, wie Nico nervös wird. Er hat keine Chance. Was ist denn so lustig, hä? Oh mein Gott. Jetzt tut er mir ja schon fast leid. Wie verzweifelt er gerade versucht, Haltung zu bewahren. Soll ich ihn vielleicht nicht völlig bloßstellen? Der arme Junge weiß ja gar nicht, was er tut. Aber ich kann mich nicht halten. Langsam strecke ich meinen Arm aus und zeige mit meinem Zeigefinger direkt auf ihn. Kurz bewahre ich die Ruhe. Ich halte mein Lachen. Ich staue meine Energie auf. Ich sehe Nico in die Augen und halte die Spannung. Und dann geht es los. Du siehst einfach so dämlich aus. Dann, vollkommen am Ausrasten, stehe ich auf und gehe um den Tisch herum. Ich gehe auf Nico zu. Erst jetzt merke ich, wie viel größer ich eigentlich bin als er. Mit völliger Angst in seinen Augen starrt mich Nico an. Ich beuge mich zu ihm hinunter, komme mit meinem Gesicht ganz nah an seines ran. Ha, 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 ha. Jetzt höre ich, wie die gesamte Klasse lacht. Nico steht völlig versteinert da, während er mir machtlos ausgeliefert ist. Und ich lache ihn aus. Und dann ganz plötzlich, aus reinstem Impuls, schubse ich Nico von mir weg. Ich schubse ihn ruckartig und feste. Nico stolpert nach hinten, verliert das Gleichgewicht und fällt auf den Boden. Und wieder lacht die gesamte Klasse. Zufrieden und entspannt setze ich mich auf meinen Platz. Den gesamten Schultag bleibt es ruhig um mich. Mit großer Freude und großem Interesse verfolge ich den Unterricht. Nico hingegen ist ein Schatten seiner selbst. Den ganzen Schultag lang sitzt er völlig paralysiert auf seinem Platz. Wenn sich unsere Blicke zufällig treffen, dann schaut er sofort weg. Er und die anderen werden mich nie wieder schikanieren. Glücklich sehe ich auf die Tafel. Ich danke dir. Wenn du jetzt noch weiterhören willst, dann würde ich mich mega freuen, wenn wir uns auf Spotify, Apple Music oder Amazon Music hören. Denn da gibt es stundenlang weitere Geschichten zum Stream. Ganz wichtig, erster Link in der Beschreibung. Und folge dann der Playlist, denn die wird immer wieder geupdatet. Wir hören uns dort. Die Welt ist böse und pass auf dich auf.